Guten Abend, willkommen bei Computer-Aided Trading. Heute will ich mal gar nichts mit Computern zeigen, sondern wie man echt Geld macht. Ich habe hier rein visuell gesehen, hier diesen Doppelboden mit der Auffüllung des Troges. Und ich bin hier in dieser Gegend long gegangen, und zwar mit insgesamt 20 Kontrakten. Und was ich zeigen will, ist, wenn man da wirklich Geld machen will, wie man da aufpassen muss. Also ich bin hier eingestiegen und es ist mir hier abgesackt. Hat sich wieder erholt. Jetzt es ist ja nur ein Demokonto. Ich steige nochmals mit 10 ein. Ziehe den Stop-Loss nach. Und diesen Stop-Loss kann ich auch nachziehen. Also jetzt bin ich da mit 30 Kontrakten. Hier der 0,1, das ist noch mein Roboter, der nebenbei läuft. Das ist aber eben im DAX und das ist im DAO. Und ich frage mich einfach, was benötigt es, wenn man pro Tag genügend Kohle machen will? Wie groß ist die Margin? Was muss man hinterlegen? Und da sieht man schon, ich habe 30 Kontrakte und das braucht 5.000, rund 5.500 Euro oder Schweizer Franken, was immer es ist. Mein Konto ist in Schweizer Franken. Also, wenn man da, sagen wir mal, einige hundert Franken pro Tag verdienen will, dann muss man da mindestens 5.000, 6.000 Euro oder Franken auf dem Konto haben. Auch wichtig ist, ich habe hier den Stop-Loss da unter das letzte Minimum gesetzt, also recht weit weg. Was kann einem da blühen, wenn man da schaut? Wir sind hier bei etwa 18.860 und das ist 18.840. Wir haben etwa einen 20-Punkte-Stop-Loss. Wenn jetzt alles schief ginge, dann müssten wir 20 mal 30, 60, 600 Euro wären dann in den Binsen, wären verloren. Und da sieht man, es ist, wenn man Geld verdienen will, dann muss man auch ein ziemlich großes Risiko eingehen. Weiter hier ein bisschen schlecht zu sehen. Ich mache hier mal den Hintergrund andersfarbig. Die Pivotpunkte. Hier ist der Pivotpunkt, der Pivot-Nullpunkt. Und könnte spekulieren darauf, dass dieser noch heute Abend erreicht wird, dieser Pivotpunkt. Und da schon, oh Bammel, da ist ein Kontrakt schon ziemlich im Negativen, die anderen sind aber noch schön im Trockenen. Da sieht man auch, dass sich's unter Umständen lohnt, verteilt zu kaufen. Allerdings, ja, wenn wir hier gerade 30 gekauft hätten, würden wir natürlich besser dastehen. Jetzt warten wir eine Weile dazu. Ich habe hier noch zusätzlich, ja, hier ist der M5-Chart. Wenn ich da mal auf M1, also 1-Minuten-Chart schalte,
sieht das natürlich noch viel abenteuerlicher aus. Auch dieser Stopp-Loss, der da meilenweit weg ist. Wenn man das im Minutenchart sieht, dann kann man da mit gutem Gewissen den Stopp-Loss ein bisschen nachziehen. Was wichtig und empfehlenswert ist, ist immer die Trendlinien einzuzeichnen oder die Supports und Widerstände. Zum Beispiel da ein Support. Oder hier oben der Widerstand. Eigentlich müsste man diesen da grün, das ist dann nicht mal manchmal noch mühsam zu erwischen. Die müsste man eigentlich, den müsste ich eigentlich grün zeichnen als Support. Ja, hier haben wir auch verschiedene Supports und Widerstände. Zeichnen wir diese ein. Vielleicht hier. Der will sich nicht zeichnen lassen. Ich habe das auf einem virtuellen Server. Und da macht das Zeichnen manchmal Mühe. Auch die Reaktion. Das ist ein Amazon Web Server, Amazon AWS. Ist nicht so zu empfehlen. Also für Demo-Zwecke kein Problem, aber für echtes Trading nicht. Was ich auch schaue, ist der Future. Wir sind hier im Dow Jones. Der Future hier mit dem Ninja Trader wird da ganz genau abgebildet. Und ich denke, das wird sehr gut. Könnte also gut sein, dass sich dass das sich wieder erholt, sozusagen ein 100% Retracement. Und mal schauen, wie wir hier das Fibonacci Retracement einzeichnen. Ja, da sehen wir, wir sind da am 61% Retracement. Also. Und hier unten ist das 50%. Es kann also durchaus sein, dass wir da Geduld brauchen, bis es nach oben mag. Es kann auch sein, dass es da nicht rüber mag. Das ist durchaus möglich. Und wenn wir hier schauen, ich bin hier auf minus 5 Euro, das ist ja noch heilig. Aber das kann sich natürlich dann sehr rasch, dieser Verlust kann sich dann sehr rasch multiplizieren. Das ist nur eine Meldung eines neuen Releases von Ninja Trader. Der Ninja Trader ist halt vor allem für zum Zeichnen sehr gut. Da eignet sich der MetaTrader nicht so. Hier im Ninja Trader kann man sofort alles einzeichnen. Hier geben wir ein Alert eines Indikators auf. Bedeutet eigentlich auch nicht viel. Ich sehe das ja, wie das laufen muss. Von der Steilheit denke ich, wird das 61% Retracement überwunden. Da mal abwarten.
schauen, ob ich da die Trendlinien einzeichnen kann. Das liegt da nicht am Metatrader, dass man so schlecht zeichnen kann, sondern das liegt am Server. Hier das Konto lokal. Da kann ich wohl besser reinzeichnen. Da schon auf minus 65. Das ist eben das Harte am Trading. Man muss solche Drawdowns aussitzen können. Und wir sehen da, diese Trendlinie hier wird nicht durchbrochen. Also da nehme ich schwer an, dass wir hier zuletzt mit Gewinn rausgehen. Aber ich bin da natürlich jetzt schon wieder zu schnell eingestiegen. Ein verteilter Einstieg ist immer besser. Da, also diese Trendlinie hält zumindest. Und es ist einfach die Frage, wird das 61% Retracement überwunden. Ich gehe hier nochmals auf M5, in den 5-Minuten-Chart. Zeichne auch hier das Retracement. Gelben Linien sieht man natürlich auf einem weißen Hintergrund nicht. Ich stelle das mal schnell anders ein. Eigenschaften. So, jetzt sieht man es besser, schön Siruprot. Das 61% Retracement. Punkte, die sieht man auch wieder schlecht. Wo sind sie geblieben? Ja, ich muss mal schauen, ob ich die hier einzeichnen kann. Ob es da irgendein Pivot, normalerweise braucht die Pivots immer im MetaTrader. Jetzt habe ich da nicht die richtige Farbe. Pivots. Sieht man auch nicht richtig. Ist ja gleich. Da die Farbe der Pivotpunkte. Oh nein, die sind gar nicht mehr drin. Die muss ich da wieder reinziehen. So. Jetzt bin ich mittlerweile wieder noch nicht im Plus, aber fast im Plus.
Pivotpunkte. Habe ich hier gar nicht drin. Ja, die habe ich hier nicht drin, die habe ich hier drin. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich diese. Die muss ich noch in den lokalen Metatrader reintun. Also, der virtuelle Server hier hängt. Oh, ich bin jetzt da. Der virtuelle Server hängt, ich bin da schon bei 100 im Plus. Und jetzt saust die Sache ab. Hier habe ich noch einen EA, der mir alles schließt. Den muss ich hier lokal auch noch rasch in Betrieb nehmen. Das wäre der Close All. So, diesen reinnehmen und starten. Ja, wenn da das Männchen lacht, dann ist das okay. Und jetzt kann ich, wenn ich meine Kohle habe, dann Close All drücken und das Geld ist dann in der Kasse. Da der virtuelle Server, der will nicht so richtig. Hier auf 205. Und da sieht man, also man könnte da vielleicht das 76er retracen. Einfach erwarten. So, und jetzt bin ich da schon fast auf 300 €. Der Stop-Loss kann jetzt nachgezogen werden. So, und eben die Marge da immer noch auf etwa 5.500. Schon über 300. Oh, diese Farbe gefällt mir gar nicht. 300. Ups, ja, das schwankt da, kann sehr, sehr rasch schwanken. Jetzt würde ich mal die Take Profits nach oben ziehen, dass ich da schrittweise verkaufe. Ich sehe leider den Pivotpunkt nicht. Ah nein, den habe ich ja da nicht drin. Ich stelle hier mal, muss die Skala noch ein wenig verkleinern. Da Teilverkäufe. So vielleicht. Auf 2,35. Es ist die Frage, wir haben nur 20:33 Uhr, ob das noch weiter nach oben kommt oder nicht. Da wäre es ein Teil, ein früherer Teilverkauf wäre da ganz sinnvoll gewesen. Weil ich habe jetzt wieder einen Teil des Gewinns abgegeben. Schaut man hier in der Future-Grafik, ist zwar schon noch zu erwarten, dass es noch höher geht. Eigentlich hätte ich mich da mit 400 €
Das sind Schweizer Franken gut zufrieden geben können. Aber da bis zum, ich denke, es wird bis zum 76er gehen. Und beim 76er, da dürfte dann Schluss sein. Vielleicht könnte man da schon einen Teilverkauf machen, da schon ein Kontra, also ein Zehnerbündel löschen. Es geht wieder rauf. Also wenn das 61er Retracement hier vielleicht besser zu sehen, wenn das überwunden ist, dann kann es gut bis zum 76er oder vielleicht bis fast bis zum Da sieht man es deutlich, es geht wieder weiter nach oben. Kann da so getrost vielleicht noch ein wenig abwarten. So. Ich mache mich mal bereit, um Teilverkäufe zu tätigen. Schöner ist es natürlich, wenn der Kurs in den Take Profit läuft. Oh, ich mache diese Hintergrundfarbe nochmals ein bisschen anders. Vielleicht grau. Das ist eine grässliche Farbe. Irgendein schönes Grau. Scheint es hier nicht zu haben. Ja, so. Dann sieht man wieder die gelben. Ja, die gelben Pivotlinien sieht man dann nicht. Das ist auch nicht die ideale Farbe. Machen wir es mal grün. Ja, jetzt sieht man die Pivotlinien besser. Also eben, ich erwarte, gehen wir da noch, wir wollen noch ein bisschen mehr verdienen. Ich erwarte das Ziel beim Pivot. Und da ich da ja, so jetzt sind wir wieder bei 400 Euro, dass wir hier in der Nähe des Pivotspunkt die Teilverkäufe tätigen. Diesen lasse ich jetzt, wenn er da hochkommt, reinlaufen. Da bald. Es gäbe da gegen 500 Euro. Das wäre so mein Tageswunschziel, ist aber leider nicht zu erreichen, weil wir nicht jeden Tag solche Bewegungen haben. Leider nicht. Das heißt auch, dass man an wenigen Tagen mit noch sehr viel mehr Kontrakten arbeiten muss, dass man ein Zehntausender Konto haben muss, dass man dann genügend Kohle bei den guten Gelegenheiten Kohle scheffeln kann. So, jetzt ich mal gedacht, ein Teilverkauf, aber ich warte mal noch. Es wäre einfach jammerschade, wenn ich das wieder verlieren würde. Gehe da nochmals auf den M1.
Ja, da kommen wir langsam in eine Seitwärtsphase rein. Also ich mache mal da diese 170. Die mache ich mal 100. Oh, nein, 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 es kommt noch. Die wollte ich jetzt platt machen. Warten wir noch. Ich sitze. Schau mir noch den Future an. Der ist ziemlich präzise oder präziser als dieser CFD. Wenn der da nicht mehr hoch mag, dann muss ich langsam ans Killen denken. Es wäre schade, es einen solchen Gewinn Bach abgehen lassen zu lassen, wäre nicht so schön. Ist der 1-Minuten-Chart hier auch. Es sieht dennoch noch danach aus, dass es noch weiter nach oben geht. Das ist jetzt immer die schwere Entscheidung. Soll ich das killen oder nicht? Ja, ich kille mal. Lass da noch ein Zehnerbündel drin. Mal schauen, ob sich das noch erholt. Ich auch. Jetzt mal schauen, ob das war das sinnvoll. Früher oder später wird wahrscheinlich der Pivotpunkt oder das 100% Retracement erreicht, aber es ist jetzt ja noch nicht sehr spät. Es ist erst 20:40 Uhr. Das ist einfach gescheiter, dass den Gewinn einstweilen mal einzuheimsen. Kann dann immer nochmals einsteigen. Scheint zu steigen wieder. Ich steige hier mal einem 0,1 ein, aber nein, ich warte lieber. So, dann, das war wahrscheinlich sinnvoll, hier auszusteigen. Dann nochmals zum Gewinn. Das sind diese schönen Beträge. Also jetzt hätten wir da etwa 350 nach vorwärts gemacht. Also für mich würden 300 pro Tag reichen. Leider haben wir nicht jeden Tag solche schönen Formationen. Hier im M15 sieht man das auch. Hier der Doppelboden, wie der wieder anstieg und da gut sichtbar die Retracements, wie die ausgebildet sind. Ja, jetzt steigt er wieder. Jetzt kann ich ja nochmals einsteigen, aber mit ganz wahrscheinlich nicht mehr so viel Strecke ist. Gut. Also das wollte ich mal zeigen.
wie man mit Verwendung da nochmals, das nochmals positiv wird. Bin da noch negativ. Ja, da einfach mal zu zeigen, wie man zu richtigen Tagesgewinnen kommt. Es ist dazu einfach notwendig, mit genügend Kapital einzusteigen. Also kein Gewinn ohne Kapital. So, da muss ich trotzdem mal noch schnell drin bleiben. Meine erste Vermutung, dass es da bis zum 100% Retracement geht. Sie jetzt sichtbar sind. Hier oben ist der Pivotpunkt. Das ist praktisch beim 100% Retracement. Der wurde schon erreicht. Da bin ich jetzt auch wieder positiv. Das muss ich mal im anderen schnell schauen. Eigentlich jetzt wird es, heißt es eigentlich aussteigen, weil der Pivotpunkt hier vielleicht ein bisschen weniger exakt eingezeichnet, der wurde erreicht. Close all. Mit dieser EA lösche ich alles, außer diesen DAX natürlich. Der DAX-Kontrakt, der läuft im Roboter automatisch weiter, der wird dann selbst gelöscht. Gut, das wollte ich zeigen. Was ist benötigt? Richtig Kohle zu machen. Dann bis zum nächsten Mal bei Computer Assisted Trading.